Hallo, mein Name ist Stefan Imbrink und ich möchte Ihnen heute anhand der Impulsformung zeigen, wie man digitale Daten auf ein elektrisches Kabel oder auf eine Glasfaser bekommt. Dazu gehen wir zunächst auf die Seite mit den Einzelimpulsen. Hier haben wir einen sogenannten Sinus X durch X Impuls, der sehr häufig verwendet wird in der Nachrichtenübertragung. Warum, will ich Ihnen gleich sagen. Im Vergleich zu einem Rechteckimpuls, der natürlich sehr viel einfacher zu verstehen ist in der Zeitbereichsdarstellung, fängt an, hört auf und überträgt direkt die digitalen Daten. Gehen wir auf die Zeitbereichsdarstellung vieler Impulse, fangen hier mit den Rechteckimpulsen an. Und Sie sehen, dass die digitalen Daten, die minus 1, plus 1, 0 und 1 Daten, direkt mit entsprechenden Rechteckimpulsen umgesetzt werden. Gehen zu etwas weniger Impulsen. Statt 16 Impulsen nehmen wir nur 3 Impulse, dann wird es etwas deutlicher. 3 Rechteckimpulse, die in der Polarität anhand der Bitentscheidung ausgerichtet sind. Wenn wir jetzt hier diesen Sinus X durch X Impuls nehmen, der sehr viel weicher, sehr viel runder war, und die einzelnen Impulse uns darstellen lassen, dann sehen Sie, dass jedes Bit einen entsprechenden Einzelimpuls hat, der in der Überlagerung diese blaue Kurve ergibt. Und genau diese blaue Kurve wird elektrisch auf ein Kabel oder optisch auf eine Glasfaser aufmoduliert. Warum nimmt man jetzt ungern einen Rechteckimpuls und lieber diese geschwungenen, weicheren Impulse? Der Grund ist, im Frequenzbereich, im Spektrum, bei Spektrum kostet Geld. Die Mobiltelefonanbieter müssen Millionen, Milliarden für solche Spektren zahlen. Und wenn sie ein maximal kompaktes Spektrum haben, wie hier für den Sinus X durch X Impuls, dann können sie sehr viel andere Telefongespräche, Fernsehsender, Hörfunkprogramme in das gleiche Spektrum, in die gleiche Frequenzbandbreite bekommen. Wogegen sie mit einem Rechteckimpuls, jetzt nehmen wir wieder diesen eckigen Rechteckimpuls, haben Sie sehr starke Nachbarkanalstörungen. Hier können Sie keine anderen Fernsehprogramme unterbringen. Das ganze Spektrum ist gestört auf einer sehr großen Bandbreite. Hier im Vergleich nochmal den Sinus X durch X, sehr sauber, sehr klar. Hier der Rechteckimpuls, starke Nachbarkanalbeeinflussung können Sie nicht mehr verwenden für viele Telefongespräche. Und genau deswegen verwendet man in der Nachrichtenübertragung keine rechten Impulse. Vielen Dank.